Hallo zusammen, das ist Passkraft Mekka. Ich bin vor 14 Tagen schon mal da gewesen, aber heute ist Rapunzel mit dabei. Rapunzel sitzt da unter einem russischen Grenadier. Ein richtiger Mann mit harten Gesichtszügen, nicht so verweichlicht wie der Passkraft Mekka. Ja, das sind jahrelange Entbehrungen im Feld, nur unter Männern. Komm Rapunzel, steh vor das Auto hin. Also, wir sehen hier ein paar deutsche Automobile. Deutsche? Kampfpanzer Leopard 2. Das letzte Mal haben wir nur den Genti dort oben gehabt. Jetzt sind wir ein bisschen moderner. Was hast du gesagt, sind das für Pflanzen? Lilien. Jetzt haben wir hier seltene Pflanzen gefunden. Rapunzel reisse aber nicht aus, gell? Süßenverpflegung. Der Passkraftmecke greift gern zu. So, noch mal einen Blick auf das Höhlengebiet. Eines Tages gehe ich dort durch. Dort am Ende vom Bach. Dort ist etwas, ich weiss es. Ein wackeliges Brückli. Rapunzel geht duschen. Unter dem mächtigen Wasserfall. Mega. Die grosse Frage ist jetzt, kommen die Girls da den steilen Hang darauf? So, und Schritt für Schritt geht es über das schneile Schneefeld durch. Wir sitzen immer noch fest in dem steilen Schneefeld. Und so kämpft sich da unten der Berg hoch. So gross Rapunzel ist da schon ein paar Meter weiter oben. Und ich warte dann auf Klein Rapunzel. So eine wagemutige Kletteraktion von Rapunzel. Du willst es wissen. Ja. Siehst du, ja gut, das Seil. Ah, da habe ich gerade Angst, nur wenn ich sie schon gesehen habe. Ich bin selber raufgekommen. Ja, aber ich hatte den Eispickel. Die letzten paar Meter. Dort oben ist das Fixseil, wo wir uns nachher durchkämpfen müssen. Gut, schön. Dann haben wir Schneefeld. Jetzt sind wir hier schon im Fixseil. Jetzt wird es einfach. Die letzten Meter im Erlenwäldli. Rapunzel hat einen Falter gefunden. Herzlich. Wir sind jetzt schon fast oben. Nur noch wenige Meter. Die Spannung steigt. Rapunzel macht den letzten Schritt. Und da, in seiner ganzen Pracht, geh raus! Das Alpenbiwak, wir haben es erreicht! Juhu! Mega cool! Wir kommen hier an einen wunderschönen, riesigen Wasserfall, der von hoch oben runterkommt. So, da ist der Sendemast. Da hinten, endlich die Höhe. Rapunzel, du wirst jetzt gerade eine Zeitreise vor deiner Geburt machen. Wie fühlt man sich so? Keine Antwort. Also gehen wir mal schauen, was sie von den 90er Jahren halten. Nur noch wenige Meter. So, Ziel erreicht. Das Alpenbiwak. Gang rein, es ist offen. Gang rein. So, liebe Leute, willkommen in den 90er Jahren. Martina hat das Handy. Also ich tue jetzt ganz klar betonen, es ist eine Männerwelt aus den 90er Jahren. Aber wir sind in den 90er. Also wir haben jetzt hier ein Männermagazin aus den 90er Jahren. Rapunzel, du schaust das nicht an. Das verdirbt dich. Das letzte Mal hat es geheißen, es sei zu wenig von dem Hütchen gezeigt worden. Sie haben das Telefon. Sie haben das Gästebuch. Dort hinten ist eine gut bestückte Bar. Und es hat so. Fondue, schau, Fondue könnte man auch noch essen hier oben.
Was ist das denn für ein Rohr? Ja, das ist eine Gaslampe, das rausgeht, dass da nicht... Und der Mecke ist jetzt hier oben am Kochen, macht das Risotto. Das sind Schuhe aus den 90er Jahren. Minus 3 Grad. Und da hinten ist der Schlafraum mit Küsseli. Föhn ist auch noch da. Föhn, sie haben einen Föhn da. Wow, krass. Da ist die Küche. Ja, das ist nicht so nett. Ja, sicher. Der Mecke ist jetzt hier am Risotto brutzeln. Rapunzel lässt sich bedienen, liest hinten irgendein Heftchen. Sie liest das Gästebuch. Das Heftchen ist konfisziert worden. Der Mecke nimmt das mit heim nachher. Sonst gehen wir da schnell ein bisschen hinterher schauen. Zuerst schauen wir hier. Das ist das alte Höhlenforscher-Equipment. Wir waren voll parat, wirklich. Laufen wir hier hinter das Hütli. Da hängen noch die Übergewände. Und hinter dem Hütli alles voller Werkzeug. Tau! Wir haben Tau gefunden! Das letzte Mal hatte es mehr Wasser. Das Geile ist, wir haben noch CDs hier oben. Ja, das ist gut. Musik, mach ein bisschen Liter. Das kommt nicht her. Oh, die hat es mal mit los. Siehst du, also die Angelika kommt Jugenderinnerung über. Ja. Der Mecke auch, wenn er das Heftchen anschaut. Und ich komme Krise. Nein, das sind die Zeiten, die du noch nicht auf der Welt warst. Ich habe nichts verpasst. Jetzt hat Jennifer Rush CD gefunden und hört hier auch die Musik. Rapunzel scheint mir nicht begeistert zu sein. Haben wir denn die Ländlerinnen? Schau jetzt, Rapunzel, ich darf dich vorstellen, das ist dein neues Smartphone. Du meinst das denn da? Ja, aber das Nokia ist viel stabiler. Komm, lassen wir das oben und nehmen das Nokia mit. Kannst du nur noch telefonieren und SMS kannst du auch noch verschicken. Das langt schon. Kostet aber sicher eine Menge viel. Mit dieser Menge, die ich verschicke. Ja, dann kommst du wieder ein bisschen weg, dann machst du mal wieder etwas Anständiges. Du bist nicht immer im Internet. Weißt du gar nicht, was ich mache. Rapunzel, warum hältst du die Ohren zu? Ist die Musik so schlecht? Das ist Musik aus dem Waschkraftwerk deiner Jugend. Es gibt Risotto und Gemüse und einen Pfeffermünster. Und nachher zum Saufen lassen wir uns noch volllaufen. Also Rapunzel lässt sich volllaufen und Bart bleibt dann oben. Ja. Bis der Prinz kommt. Ja, das ist typisch 90er Jahre. So, wir verlassen jetzt das Hütchen schon wieder. Wir machen uns auf den Abendweg. Jetzt ist noch die Sonne gekommen. Schauen wir mal da. Ah, jetzt. Schöner Blick in die Berge. Nochmal ein Blick zurück in die riesige Hölle. Rapunzel kommt gerade raus. Aus dem Schlund vom Teufel. Irgendeinen Schlund. Dann geht es über riesige Schieferfelder. Unten kommt dann ein Alpwiesli und dann kommt wieder das Gestrüpp. Jetzt schon wieder unten im Erlenwäldli. Bald haben wir das Tal erreicht. Jetzt sind wir da wieder in einer krassen Seilquere. Da stehen wir schon wieder über dem Firn. Mal schauen, wie wir jetzt runterkommen. Das Leiden wäre noch cool, aber zertisch geht es nicht. Also die laufen jetzt hier über einen Scherbenhaufen, haben sie gemeint. Sie sich jetzt hier am Abseilen, über den steilen Gletscher. Jeder falsche Schritt gibt dann sicher ein Slide ins Tal. Wir haben hier einen wunderschönen Regenbogen.
So, jetzt schauen wir uns zum Schluss noch ein Kuhli an. Oder ein Rindli, wie Rapunzel sagt. So, wir sind jetzt schon wieder am Schluss angekommen. Es ist ein super Dunst. Ich habe jetzt ein Gleichzeichen nochmal gemacht in den 14 Tagen. Habt ihr noch etwas dazu sagen? Wenn das abgelöscht. Nein, sicher.